Ihr solltet sehr vorsichtig sein und gerade mit eurer merkwürdigen Magie. Anstattdessen solltet ihr das Licht verbreiten und im Davoka, soweit ich das weiß, lauert nur die Korruption auf euch. Der Davoka hat beides zu bieten. Es gibt dort einiges an Schönheit auf den ersten Blick, doch wie ihr richtig sagt, Ansa, ist Gefahr niemals weit von einem entfernt. Wenn die Menschen nicht gelernt hätten, das Feuer für sich zu nutzen und zu beherrschen, sondern stattdessen bis heute Angst davor hätten, wo wären wir hingekommen? Würden wir immer noch in Höhlen leben? Man muss die Gefahr erforschen, um sie zu verstehen, um zu lernen, um stärker zu werden und um die Dinge, vor denen wir uns fürchten, für uns nutzen zu können, als Werkzeuge zu nutzen. Orlan, spricht ja gerade negativ über Höhlen? Weißt du, Freund Wüther, ich glaube, was er sagen möchte, ist, wenn es aufgeht in dem Dovak, dann sollten wir mindestens zu dritt gehen und er kommt mit Freuden mit, sobald er Distelfeste gesehen hat und ihr euch gewaschen. Das klingt nach einem Plan. Auf Pläne. Ich heb mal den Bierkrug ungeduldig. Auf, und die Tochter des Wirtes natürlich. Also ich schlage auch mit den anderen den Krug zusammen, kann aber schwerlich einschätzen, wie viel Kraft man dafür aufwenden muss. Das heißt, eure, ich nehme mal an, sind Tonkrüge, beginnen schon ordentlich zu scheppern in euren Händen. Und dann trinke ich mein Bier auf einen Satz aus. Auf Prios, auf die Königin. Werter Orlan, ihr seid doch viel gereist. Was haltet ihr von diesem wilden Plan, in den Davoka zu reisen? Viele tun dies seit einiger Zeit. Wir haben, nun ja, die Städte hier nördlich der Titanen gut kolonialisiert, Felder angebaut und die Goblins in unsere Städte getrieben. Und jetzt ruft nur noch der Davoka. Wenn man nicht südlich der Titanen gehen will und die alte Heimat zurückerobern möchte, was an ein Wunder grenzt, dann, nun ja, dann bleibt nur noch der Davoka. Ein hehres Ziel, aber ein mögliches. Vielleicht sollte ich mir ja als Ziel setzen, das Licht des Prios dorthin zu tragen. Siehst du, Freund Wüther, dann zähle ich schon 5 Gefährten. Ja, so scheint es wohl zu sein. Ich habe zwar nicht darum gebeten, ich werde aber auch nicht meckern, wenn ich Begleitung habe auf meinem Weg in den Davoka. Ihr scheint mir unter dem Menschen noch recht angenehme Zeitgenossen zu sein. Wenn nicht nur ständig die Rede von diesem merkwürdigen Freund Prios wäre, den ich noch nicht kennengelernt habe und von dem ich mir auch nicht sicher bin, ob ich ihn überhaupt kennenlernen will. Oh, ich werde euch alles über Prios erzählen. Ich hoffe, auch ihr werdet ihn in euer Herz schließen, denn er ist der Einzige, der Wahre. Ja. Ich denke, wir werden sehr viele interessante Gespräche auf unserer Reise führen, werter Oger. Das ist sicher, ja. Ich werde am Lagerfeuer stets neben euch sitzen. Versprochen. Hervorragend. Ich habe gehört, irgendwer soll neu geboren worden sein. Eine Tochter. Ja, die Tochter des Wirtes ist hier als erste in dieser Siedlung geboren worden. Und eine große Feier steht an. Wenn wir so lange hier verweilen. Die Tochter hat die Tochter des Wirtes ein Kind bekommen. Es ist das Enkelkind des Wirtes. Und morgen werde ich den Segen des Prios auf dieses Kind sprechen. Wie lange dauert denn so eine Segnungszeremonie? Es soll uns doch nicht allzu sehr von der Weiterreise hindern. Nein, also länger als vielleicht
ein, zwei Stunden wird es nicht dauern. Es kommt darauf an, wie viel Wasser ich reinigen muss und wie halt der Einfall des Sonnenlichtes ist. Aber ich denke, das sollte alles schnell möglich sein. Es wird uns nicht zu lange aufhalten. Ich wollte gerade sagen, sie ist eine kundige Frau. Kleiner Wicht, der sich Beremo nennt, hat sie gerade 2 Stunden gesagt? Nein, nein, ich bin mir sicher, sie meinte nur 4 Bier. Gut, gut. Je länger es dauert, desto mehr Bier kannst du trinken. Sieh es doch einmal von der Seite. Ja, das hört sich dann nicht mehr ganz so fatal an, wie es auf den ersten Blick schien. Während ihr euch so unterhaltet, kriegt ihr auch mit, wie nach und nach weitere Menschen den Schankraum betreten, der sich so im Laufe der nächsten 1-2 Stunden gut füllt. Es sind Bauersleute, es sind Köhler, auch eine Gruppe Musiker, ein paar Knechte und nach und nach macht sich eine gute Stimmung breit hier im Schankraum. Das Bier fließt sehr gut und viel. Braten und Eintöpfe, Brote, Käse, Würste werden aufgetischt, so dass hier niemand dursten und Hunger leiden muss. So während der Anfangsphase eures Gesprächs wurde der Raum auch noch weiter geschmückt, so dass überall frische Frühlingsblumen hängen, Birkenzweige und ein paar Schleifen hängen dort dran und es herrscht eine ausgelassene Stimmung. Ich würde mich dann relativ bald, glaube ich, auf mein Zimmer zurückziehen. Hab das Gefühl, dass ich ein bisschen Zeit für Zwiegespräche mit meinem Stein brauche. Okay. Und es ist wenn das so voll wird, das mag ich eh nicht so. Und würde mich dann von den anderen verabschieden. Eine gute Nacht euch. Ich hoffe, dass wir morgen nicht allzu spät fortkommen, nachdem euer Ritual abgeschlossen ist. Genau, so Geld habe ich schon gar nicht erwähnt. Es gibt Ortig, Taler und Schilling. Ortig sind irgendwie die kleinste Einheit, aber um Geld müssen wir uns mal nicht kümmern. Das ist irgendwie ein bisschen irrelevant. Also von hier keine Wirtschaftssimulation spielen. Also nur, dass ihr das auch einmal gehört habt, weil ihr auch Geldbeträge auf euren Charakterbogen wo draufstehen habt. Aber wie gesagt, das ist erstmal jetzt nicht. Also wenn ich 4 Ortig habe, habe ich sehr wenig Geld eingesteckt. Achso, ja. Okay. Der Magier verabschiedet sich, geht ins Zimmer und gehst du auch gleich schlafen, nicht mal an, oder? Naja, ich glaube, ich würde schon, würde den Stein auspacken, würde ich mit dem Stein so ein bisschen auf die Schlafgelegenheit, Bett oder Strohsack oder was auch immer man da uns angeboten hat, niederlassen. Ja, das ist so ein Viererzimmer für euch. Für den Ogre hat man so im Schlafsaal so 2-3 Betten zusammengestellt, damit es passt. Ja, dann würde ich mich auf das Bett setzen und würde den Stein auspacken. Den habe ich sonst immer in Tücher eingewickelt unter meinem Mantel. Würde den auswickeln, ganz vorsichtig und so vor mich hinhalten. Und das mache ich eigentlich meistens vorm Schlafengehen, dass ich einfach sehr, sehr lange, also für Außenstehende sieht das so aus, als wenn ich einfach in diesen Stein reinschauen würde. Auch eigentlich fast kaum noch blinzle und wie versunken diesen Stein anstarre und man könnte beobachten, dass ich so ein bisschen die Lippen bewegen und ich so vor mich flüstere und irgendwie versuche mit dem Stein zu reden. Zumindest macht das auf Außenstehende so den Eindruck. Was erzählst du dir denn so? Ja, ich glaube, ich erzähle ihm so ein bisschen tatsächlich von der Reise so und dass wir bald da sind und ich fühle mich irgendwie so ein bisschen verbunden diesem Wesen, was in diesem Stein lebt und berichte dem, was wir heute erlebt haben, dass wir jetzt im Gasthaus sind und dass ich weiter verspreche, den Schwur zu halten und
möglichst schnell nach Distelfeste zu reisen und seinem Vorbesitzer alle Ehre zu machen und ja, ihn abzuliefern. Der Stein antwortet wahrscheinlich nicht. Ja, er strahlt halt so eine angenehme Wärme aus und die kann man schon, wenn man möchte, als ein zustimmendes, wohlwollendes Glimmen irgendwie empfinden. Ja, ich danke ihm auch dafür, dass er seine Wärme spendet und mich eben mit diesen wundersamen Fähigkeiten ausstattet. Mhm. Genau. Währenddessen im Schankraum, also kriegst du mit, also im Schankraum, dieser Lärm da unten vorher, so der kommt schon ein bisschen mit nach oben. Es ist halt so ein bisschen so gedämpft. Ich meine, ich glaube, jeder von uns kennt diese Geräuschkulisse, wenn man irgendwo im ersten Stock sich irgendwo befindet, wenn unten eine Party stattfindet. So, und am Zug wird mal gejohlt, am Zug kommt ein bisschen so ein Stampfen, so, wenn bei irgendeinem Musiker irgendwie ein Lied spielen, wo alle irgendwie mitsingen oder mit den Füßen im Takt stampfen und solche Sachen halt. Aber das ist so ein Kommen und Gehen, das ist jetzt auch ja, eher nicht so extrem unangenehm. Ja, unten, wie gesagt, wird kräftig gefeiert, es wird viel getrunken, viel nachgeschenkt, die Stimmung ist da ausgelassen. Wird auch nachgefragt, wer bezahlt, oder? Nee, das. Okay. Da fragt irgendwie, scheint irgendwie niemanden zu kümmern. Du, Wüter, kriegst so ein bisschen mit, so, dass man. Wir begegnen mal mit ein bisschen Respekt. So, du bist halt schwer einzuschätzen für die anderen Gäste hier. Man nennt uns halt ein Ogre. Man sieht schon mal gelegentlich einen Ogre, wenn man unterwegs ist, aber das ist halt. Trotzdem nicht so was komplett alltäglich ist. Mhm. Gerade nicht in so einem kleinen Gebirgstal, was so abgeschlossen ist, so vom Rest der Welt. Und Ansa wird so von so einem, einer der Typen, der so ein bisschen. Du bist halt die einzige Frau da in der Gruppe und du bist fremd und einer der Typen da. Rutscht so ein bisschen nah an dich ran, bist halt mit so einem vollen Humpen, stellt also einen auch für dich hin und fordert dich auch so auf, so ein bisschen die anzustoßen, zu prosten. Wird so ein bisschen so jovial und frag dich, wo kommt ihr denn her? Ist der Fremd hier im Sturzbachtal? Theorien kommen hier eher selten vorbei und auch so hübsche wie ihr. Ich komme aus Tempelwall, aber und ich bedanke mich für dieses Kompliment, aber ihr solltet vielleicht ein klein wenig Abstand halten, denn das Licht von Prios könnte euch auch verbrennen. Ah, Schnickschnack. Prios meint's gut mit uns. Natürlich meint. Es ist fast jetzt uns hier am Teil ja gar nicht gegeben. Das ist ein großes Ungemach, aber Prios hatte seine schützende Hand über uns in Form eines Elfen, wisst ihr? Wie interessant. Ich hörte, dass der Wirt sagte, dass das der erste Nachwuchs hier ist, der gefeiert wird, seitdem ihr hierher gekommen seid. Was ist denn da die Geschichte dahinter? Ja, wir sind halt. Ihr wisst doch sehr, wie es ist in den ganzen Umlande. Überall Krieg und Verderben und alle sind so mies drauf und in der Dunkelheit und. Ey. Und ständig Überfälle von den barbaren Völkern, da haben wir keine Lust mehr drauf gehabt. Dann haben wir uns ein eigenes Plätzchen gesucht, wo wir in Ruhe leben konnten. Und sind halt hier auf der Wanderschaft in dieses schöne Tal gekommen. Und es mag wohl so in der ersten Woche gewesen sein, dass wir hier waren und hier angesiedelt sind. Und hier ist Stoßbach, das Gasthaus, das war das erste Gebäude, was wir hier errichtet haben. Es ist immer gut und wichtig, einen Gasthaus und Taverne zu haben. Zumindest waren wir beim Aufbau, als plötzlich dieses Ungetüm aus dem Wald brach. Ein Troll. Ein ganz gemeiner, großer Troll. 4 Schritt war er wohl groß. Und viele von uns sind ums Leben gekommen. Und wir befürchten schon das Schlimmste. Und dann? Naja, da war da dieser Elf. Und der Elf hat dann den Troll in den Wasserfall gebannt. Dort in den Stein.
Da sprichst und du von einem Elf, so weit im Süden. Elfen, die existieren nur am Davokar. Was weiß denn ich, wo der herkam? Das war bei eurer ersten Begegnung, als ihr dieses Gasthof aufbautet. Verzeiht, dass ich mich einmische, aber ich verteidige nicht nur meine Ehre, sondern auch die der Theurgen. Ist genauso passiert, so wahrlich hier sitze. Ihr könnt euch in Treue angucken, da im Wasserfall. Da muss Prios ja wahrlich die schützende Hand über euch gehalten haben, denn das ist ja schon ein unglaublicher Zufall, dass ihr plötzlich geschützt wurdet. Ich für meinen Teil würde sehr gerne diesen Troll sehen. Was haltet ihr anderen davon? Er besteht aus Stein. Es ist eine Formation wie aus Stein. Ihr habt euch eine Geschichte dazu ausgedacht, oder? Es war ein leibhaftiger Troll. Es war ein leibhaftiger Troll. 4 Schritt groß. Nun, also, der Magier ist zwar schon nach oben gegangen und den würde das sicherlich auch interessieren, aber was haltet ihr davon? Lässt sich bestimmt gut einschlafen mit so einer Geschichte, dass ihr euch nicht gruselt. Also draußen ist es auch noch ein bisschen hell. Nun ja, vielleicht mag jemand den Magier holen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er es auf jeden Fall sehen will. Ich gehe ja schon. Nein, du machst die Treppen kaputt. Werter Beremo, würdet ihr, so flink wie ihr seid, einmal nach oben sprinten? Selbstverständlich. Ich gucke, ob ich auch wirklich am Tresen vorbeikomme auf dem Weg zur Treppe. Ja, das kriegst du hin. Es sei denn, ein Bier lenkt dich ab, das weiß ich nicht. Ich würde mal 5 Bier bestellen, die ich dann auf dem Runterweg als Wegbier mitnehmen kann. Alles klar. Das kriegst du wohl hin, denke ich. Und dann würde ich hoch in den Schlafsaal. Ja. Mal so am Türrahmen anklopfen, wahrscheinlich ist Bartholom der Einzige, der noch schon rum ist. Das ist euer Zimmer, das habt ihr 4. Und Freund Bartholom. Das dürfte auch ein Zeitpunkt sein, in dem du noch wach bist. Also, wie gesagt, draußen ist es noch ein bisschen hell. Die Feierlichkeiten haben ja sehr früh am Nachmittag bereits schon angefangen. So. Entweder bist wach oder läufst Gefahr, aus dem Bett zu fallen. Ja, beim ersten Mal anklopfen reagiert erstmal keiner. Dann klopfe ich beim zweiten Mal am Kopf an. Hallo? Ja, was? Wir wollen zum Wasserfall. Was, Wasser? Trolle schauen. Ich versuche erstmal wieder so ein bisschen hier in Hier und Jetzt anzukommen. Steh auf und Der Bauer unten hat erzählt, dass früher hier ein Troll die Gegend heimgesucht haben, gerade als sie das Gasthaus und die Siedlung gegründet haben und ein Elf ihn in Stein gebannt hätte zum Fuße des Wasserwalds. Ein Elf, sagt ihr? Ich höre, diese Kreaturen leben nur weit, weit nördlich von hier. Ja, das ist einer der vielen Gründe, da heute Abend noch hinzuschauen. Wir haben noch ein bisschen Licht und sollten das und einen Weg nutzen, um uns davon zu überzeugen. Ob da was natürlich, dran ist. Natürlich, das klingt sehr interessant. Ich packe eben ein paar Dinge ein und komme sofort runter. Ja. In Ordnung? Aber pack nicht zu viel ein. Das wird nur ein kurzer Ausflug. Alles klar. Ich fange an, irgendwie hektisch den Stein wieder einzupacken, irgendwie in verschiedene Ledertücher und richte meine Robe, ziehe den Mantel an. Schaue in meiner Ausrüstung nach, dass ich auf jeden Fall ein Notiz, also ein Pergament, um irgendwas aufzuschreiben, dabei habe und genug Tinte und Federkiele. Sortiere das alles so ein bisschen und hetze dann nach unten. Also ein bisschen derangiert unten an. Ich warte an der Theke auf dich und würde dir dann auch gleich 2 der 5 Biere in die Hand drücken zum Tragen. Sehr gut. Vielen Dank. Aber nicht beide auf einmal. Aber ihr könnt ja auch teilen. Ein Troll, sagt ihr? Ein Troll und ein Elf? Hier irgendwo in der Nähe? Naja, so steinerner Troll, vielleicht irgendeine Steinformation. Es kann ja nicht schaden, noch einen kleinen Spaziergang zu machen. Die frische Luft tut gut und dann passt ein Bier mehr rein. Ja, geht. Also, natürlich.
Wer führt uns? Habt ihr jemanden da, der den Ort kennt? Ja, wir haben doch den Wasserfall gesehen, das kann nicht so schwer sein, den zu finden. An dem Wasserfall, an dem wir waren? Aber da war doch vorhin noch kein Troll. Ja, wir haben auch nicht geschaut, oder? Also ich weiß nicht, was ihr getan habt. Stimmt. Aber es kann nicht so schwer sein, Bach zu finden und einen Wasserfall und einen anderen habe ich nicht gesehen. Ja, in Ordnung, dann schauen wir uns den Ort an. Wenn es dort elfische Magie zu studieren gibt, dann nichts wie hin. Dann auf zu den anderen, das Bier verteilen und aufbrechen. Ja, der Wasserfall ist tatsächlich, der ist gar nicht so weit weg. Also ihr seid so in, also aus der Ferne raus, irgendwie so ein paar hundert Meter gehen und dann ist da schon dieser Pfad, den ihr auch gesehen habt, der dort abzweigt Richtung Bach und Wasserfall. Das Schöne an so einem Wasserfall ist, man spürt ihn meistens schon, ehe man ihn sieht. So ganz viele feine Wasserpartikelchen liegen hier in der Luft. Und ihr seht auch, dass der Weg hier ein bisschen rutschig ist. Um einigermaßen sicher am Ufer entlang zur Kaskade zu kommen, dort, wo nach der Beschreibung des Mannes der Troll in den Wasserfall gebannt sein soll, müsstet ihr eine Gewandtheitsprobe -2 machen. Das heißt, minus die 2 von dem Wert abziehen und dann drunter würfeln, ne? Genau, jetzt nehmt ihr euren Gewandtheitswert, zieht da 2 von ab und dann müsst ihr mit einem W20 da drunter würfeln. Meine Gewandtheit. Also ich schaff's schon mal nicht. Alles klar. Ich auch nicht. Hm. Ich auch nicht. Ich schon. Mit einer 8 hast du es nicht geschafft, Kadomi? Nein, -2 hätte ich eine 5 würfeln müssen. Oh, krass. Ich hab's geschafft. Ja gut, also der Oger, der schafft sowas Gewandtes. Du hättest ja auch die Wahl gehabt, dort nicht hinzugehen. Ne? Also das, ja, das halt. Aber du hast dich dadurch gewürfelt, hast du dich dafür entschieden, deine Gewandtheitsfähigkeiten fehl einzuschätzen. Gut, also ganz kurz, wer es nicht geschafft? Du musst einen Arm heben. 20. Vielleicht. Gut. Ist halt kein Patzer, das hat also nichts zu sagen. Also, Ansa und Orlan. Wer ging denn eigentlich vor? Fangen wir mal so rum. Ich bin vorgegangen, um die Priesterin zu schützen vor sämtlichen Übel, was dort droht. Und wenn es ein großer Troll ist. Ja. Ich folge direkt hinter Orlan. Ja, denn es ist ja kein Wunder. Orlan kam dann da irgendwie ins Schlittern auf so ein paar rutschigen Steinen und hat wahrscheinlich bei dem versucht, dich zu schützen, dich einfach mitgerissen. Instinktiv, es war gar keine Absicht, aber nur instinktiv nochmal festgehalten, versuchen sie zu retten und dann nochmal mitgezogen, an den rutschigen Stein zur Seite geschlittert, nochmal, vielleicht das ein oder andere Mal auf einem anderen rutschigen Stein weiter runter in den Bach und dann abgeglitten. Ich würde gerne versuchen, nach ihnen zu greifen. Oder, Entschuldigung? Also durch den Schock bin ich wahrscheinlich, ich habe es auch nicht geschafft, ich bin durch den Schock irgendwie zurückgewichen und dann auch die Balance verloren. Okay, ich würde vorschlagen, ihr macht alle nochmal eine einfache Gewandtheitsprobe und die scheidet darüber, ob ihr es schafft, vielleicht nicht in den Bach zu fallen. Eine was für eine Probe? Nochmal eine Gewandtheitsprobe, eine ganz normale jetzt, unmodifiziert. Unmodifiziert ist das gelungen. Okay. Gut, also, der gute Bartholom hat es geschafft, also du bist zwar ausgerutscht, aber du schaffst es irgendwie deinen Körper so in die Richtung zu werfen, dass du nicht in den kalten Nass hier noch sehr reißenden Veloma, der auch ganz viel Gletscherwasser mit sich führt, hineinzufallen. Ansa hingegen und du auch, Orlan, oder? Beim zweiten habe ich es geschafft. Ich kann mich dann noch an so einem ziemlich glitschigen Ast festhalten, irgendwie so eine Astwurzel, die da rausragt aus dem Erdreich, kurz bevor ich dann selber reinstürze.
Ja, gut. Dann ist es nur Ansa, die ein unfreiwilliges Bad nimmt. Es ist kalt. Es ist sehr, sehr kalt. Eisig kalt. Ah, Prius, schütze mich. Ah! Ich paddel da so ein bisschen ungeschickt rum. Die Robe ist ja dann auch klatschnass und da die ja sowieso eher voluminös ist, treibt das Ganze so im Wasser und das sieht alles, sie sieht wie ein begossener Pudel aus. Ja, mach bitte mal eine Stärkeprobe -2. Ich würde Ansa dann gerne meine Hand, also ich würde mich auf ein Knie niederknien und ihr meine Hand reichen, damit sie danach greifen kann. Ja. Also war das -1? -2. -2, oh Gott, ich habe so fürchterliche Werte. Ich streife mal schnell meinen Zweihänder vom Rücken ab und würde, wenn ich jetzt sehe, dass sie es nicht schaffen sollte, auch hinterher springen. Aber ich schaffe es diesmal, ja! Okay. Nee, also das heißt im Vorraum, also das Wasser ist eisig kalt, das Gletscherwasser drin von der Gletscherschmelze. Und das ging quasi ein bisschen um so einen Kälteschock. Und die Konsequenz wäre sonst gewesen, dass du einen Nachteil bekommen hättest, solange du dich nicht aufwärmst, weil dann die Kälte des Wassers dann so tief in der Drink steckt. Also bist auf die Knochen, wie man so schön sagt. Also du bist zwar nass und du frierst auch ein bisschen, aber hast natürlich jetzt keine körperlichen Nachteile bekommen, weil du die Probe geschafft hast. Also ich denke mal, du musst hier reinspringen, Orlan, und Wüters Pranke greifend kann sich Ansa dann da herausziehen aus dem Wasser. Und ja, Ansa steht dann da so zähneklappernd und so, vielleicht war das doch keine gute Idee hier. Aber nun denn, wir sollten trotzdem weiterziehen und dieses Missgeschick sollte uns nicht aufhalten. Werte Ansa, wenn euch kalt ist und euer Glaube es zulässt, könnte ich euch für einen Moment die Gunst meines Steines leihen. Er wird euch aufwärmen. Nein, mein Glaube ist mir Wärme genug. Ich lehne es ab. Ich lehne eure Magie ab. Das Klappern eurer Zähne spricht eine andere Sprache. Die Königin hat das 5 Jahre ohne Magie geschafft, nur mit ihrem Glauben. Wie gesagt, die klappernden Zähne, die nasse Kleidung, das alles scheint mir sehr real zu sein. Bartholon, du bist noch ein junger Mann und du musst noch viel dazulernen. Ich weiß schon gut genug, wie ich einem nassen Mantel und eisigem Bachwasser entgehen kann. Ihr solltet euch keinerlei Sorgen um mich machen. Wie gesagt, Prios Licht ist Wärme genug und es wird schnell vorbeigehen und vielleicht solltet ihr euch einfach auf euren Stein selbst konzentrieren. Aber nichtsdestotrotz danke ich natürlich für diese Geste. Ich könnte euch mit der Magie des Steins etwas eine Fackel anzünden, mit der ihr euch wärmen könnt. Dann kennt ihr nicht direkt in Berührung mit dem Stein. Schauen wir uns jetzt den Troll an. Ich bin gespannt darauf, wie ein Wüterich aussieht, wenn er 2 Meter größer ist. Ja, ihr seid jetzt, ja, Biromo? Ich würde, während die Klugscheißer da so gescheit herreden, mal so umständlich den Bierkrug immer hin und her wechselnd mal meinen Umhang ausziehen und der guten Ansa hinwerfen, so zuwerfen, dass er was Warmes hat, um sich das überzuwerfen und dann darauf trinken.